So, dann wollen wir mal schauen. Wir spielen ein bisschen Gragas Mitte und wir haben doch kein Twisted Fate. Das sah erst aus wie Twisted Fate, aber dann nochmal geswappt zu Galio. Ich glaube, Galio sollte auch ein solider Pick sein. Vor allem auch gegen Gragas ist der ganz gut. Gragas muss ja an Galio ran, ne? Und Galio ballert ihn dann weg. Ist Anti-Mage. Passt leider sehr, sehr gut. Ich bin Jax Toplane und dann haben wir Caitlyn Lulu gegen Samira. Und Samira hat keinen Engage-Supporter. Natürlich immer so eine Sache. So, das Elektroprock. Wir können ruhig ein bisschen Damage essen, ne? Wir können uns ja wieder hochheilen mit unserer Passiven. Soll ja kein Ding sein. Der Trade hier. Mein Scorch ist drauf, sehr schön. Ich werde leider einen Last Hit verlieren, denke ich. Einen verlieren wir, da ist leider der gute Darius gestorben. Elektro muss ich noch procken, das heißt noch einmal raufhauen. Ich dachte, ich hatte schon geprockt eigentlich. Okay, Frucht gegen Frucht. Wie gesagt, Lane Sustain haben wir besseren, ne? Weil wir uns theoretisch wieder hochheben können. Mit unserer Passiven. Ich muss mal auf meinen Level 3 warten. Also ein Level 3 auf jeden Fall früher. Na, ist halt getroffen, aber das Magieschild war dazwischen. Oh, das war ein dicker Fehler. Oh, das war ein dicker Fehler. Was macht denn der hier? Unlucky. Aber so, sein Flash und sein Ignite raus. Schade, schade, gejungledifft worden. Wir hätten wir unser Flash noch gehabt, wäre der hier tot, ne? Der wäre hier tot. Wir sehen gerade den Wukong. Ich kann leider nicht helfen, ne? Ist das ein Base? Ne, ich kann nicht basen. Ich kann leider echt nicht helfen, genau, tut mir leid. Ich so danach denke, vielleicht hätte ich helfen gehen können. Vielleicht hätte ich helfen gehen können. So, Level 5. Wir gehen kurz basen hier. Wir gehen natürlich Ludens Echo-Build. Es gibt ja nicht kaum Alternativen, wo du nicht Ludens Echo gehst. Vielleicht auf sowas wie Galio kannst du nicht Ludens Echo gehen. Aber ich habe viele Champions ausprobiert und ich finde, der Rod of Ages Weg ist immer der schlechtere. Ludens Echo war einfach zu krass gebufft. Das Item. So, der macht meinen Ward weg. Der ist jetzt Level 5. Ich ping mal seine Ultimate. Ich hoffe, die checken es. Ich würde nicht drauf hoffen, ne? Weil. Wildrift. Wukong erneut Midlane. Oh, er liebt die Mitte. Der Wukong liebt die Mitte. So, wir schauen mal. Botlane, Hardcore verlieren. Toplane ist even. Jungle ist auch even. Galio ist Toplane. Kann ich, wie gesagt, was machen. Das ist sein Ultimate gewesen, glaube ich. Aber solange die nicht sterben gegen den, ist alles cool. Okay, wo ist der Wukong? Kann ich gegen Wukong überleben? Dann kann ich den Plating nehmen. Ziemlich die gegenüber lebe. Ich lebe nicht. Ich hätte ihn anders wegwerfen müssen, ne? Ich habe gegreedet. Hätte ich ein Plating genommen, hätte ich es überlebt. Ich wollte zwei haben. Nice grab. Ich wollte zwei Platings. Okay. Goldmäßig sind in der Mitte even. Ah, das Botlane-Ding ist halt so ein Problem, ne? Und die größte Problematik dabei ist, dass Botlane so broken ist in diesem Game, dass Better Botlane meistens gewinnt. Das ist echt ein Problem. Toplane verliert leider auch jetzt stark. Wir haben schon gerade 4 Loses in Folge oder 3 oder so. Ich würde ungern nochmal verlieren. Ich würde ungern nochmal verlieren. Ich würde gerne mal wieder einen Win haben. Wer ich bin. Der will basen, ne? Vielleicht kann ich nur einmal stoppen. Der wird doch nicht basen.
dürfen halt niemals fighten, ne? Die steht 10 Meter weit vorne. Die steht halt 10 Meter weit vorne, obwohl sie keinen Support hat. Das ist immer so ein bisschen. Da denke ich mir immer, wer hat das Positioning sich ausgedacht, ja. Dafür ist leider unser Shen jetzt gestorben, wegen ihrem Misstep, ne? Und damit verlieren wir dann leider das Objective auch. Vielleicht kann ich den Wukong töten. Ich habe alles ab. Meine, der Wukong greedet gerade auch auf die Kills, ne? Das ist gut für uns. Der noch Ultimate, der hat noch Flash abgehabt, alles klar. Denkt man normalerweise nicht nach so einem Fight, ne? Ich hoffe nicht, dass der 1v3 weitermacht. Einfach raus. Ich nehme keine Schuhe mit. Wir brauchen Damage. Ich kann keine Schuhe bauen, leider. Ah, too bad. Die hatte noch Flash ab. Oh, Sir. Wie geht's? Too bad. Sie hatte noch Flash ab gehabt. Aber der Gukong hat gegreedet, was sehr, sehr gut für uns war. Der Shen geht einfach weg. Schade. Dragon gibt's so heute nicht. Das Last Hits. Very good. Standard Ultimate. Ich komme da nicht ran, ne? Ich glaube auch, wir hätten einfach gehen sollen. Big Ultimate. Big Ultimate. Toplane-Turm haben wir leider verloren, ne? Der Darius wird leider vermöbelt da oben. Na gut, wird doch nicht so vermöbelt. Drake haben wir verloren, aber ist nicht so wild. Dragon sind in dem Game nicht so wichtig. Es tut nur weh, dass wir den Tower verloren haben auf der Top. Wie gesagt, Schuhe können wir nicht kaufen, wir brauchen Damage. So, und es war sehr gut, dass die Samira da so viel Gold bekommen hat gerade. Mach den Minion weg. Mein Fass. Nicht so gut. Ich kann dir auch nicht mehr helfen, ne? Wenn du da... Keine Ahnung, was da sein Plan war vom Shen. Don't ask me. Keine Ahnung, was er versucht hat. Ich glaube, er hat einfach nur Caitlyn gesehen und wollte auf irgendwas raufspringen. Ich meine, wir haben Shen Ultimate, ne? Ich dachte, ich überlenke länger mit der Shen Ulti. Mistake, Mistake. Ah, dieser Mira kriegt viel Gold. Sehr, sehr gutes. Kriegt ein Triple hier und der kriegt auch ein Triple. Ja, der kriegt ein Double und der kriegt auch ein Double. Ah, das ist nicht worth. Das ist auf jeden Fall nicht worth gewesen. Ich meine, wir haben sie geaced immerhin. Ich hatte gehofft, ich überlege ein bisschen länger. Aber ich bin halt Full Damage Build, ne? Kein einziges Tank Item. Und ich wünschte, der Shen würde nicht mich ulten. Dann wäre ich nämlich nicht in der. Dann wäre ich nämlich nicht derjenige, der reingehen muss, um ihm da den Engage zu ermöglichen. Ich lege immer mal so ein Fass hin, um den. Zu so. Wieder nicht worth gewesen. Es lohnt nicht, den zu deffen. Der Turm ist doch down. Keine Ahnung. Aber ich meine, Shen hat doch ulten können, ne? Wenn man drüber nachdenkt. Hätte der Shen auch einfach ulten können.
Aber es lohnt halt nicht, so einen Turm zu deffen, wo 200 HP dran sind, wo du dann für stirbst und der Gegner kriegt trotzdem einen Turm. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach nicht worth. So. Mein Pinkwort steht hier immer noch. Sehr, sehr schön. Ich muss langsam Schuhe kaufen, ne? Ist alles leer gefarmt. Ich muss langsam Schuhe holen. Was ist mit der Top-Lane? Da habe ich es Mitte gerannt. Ist eigentlich nicht mein Job, dahin zu gehen, ne? I guess we take it. Nami-Ultimate für Blue Buff raus. Ist nicht so gut. Der falsche Wukong. Das ist der richtige. Ich komme leider gerade nicht ran, ne? Guter Samira-Ultimate gewesen. Ich weiß nicht, wieso die Shen-Ultimate jetzt immer auf mich fliegen. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Shen-Ultimate? Am Anfang des Teamfights auf mich. Theoretisch mit einem Samira-Setup müsste die Shen-Ultimate auf Samira fliegen, sobald die ultimatet oder so, ne? Guter Grab. Einfach raus, bitte. Können wir einfach Drake machen? Können wir einfach Drake machen, Leute? Anscheinend nicht. Die sind alle dead, ne? Shen kommt leider nicht hierher. Komplett Overstay. Ich weiß nicht, wieso sie da geblieben sind. Und da Shen jetzt in den Top-Jungle gegangen ist und nicht zum Drake. Hey, sie sind einfach alle tot? Und Shen ist leider in den Top-Jungle gegangen, nicht zum Drake. Anstatt zu Overstayen hätten sie einfach alle zum Drake kommen können, ne? Natürlich jetzt RIP. Schade. Das habe ich nicht verstanden. Wieso sind denn alle in der Mitte geblieben? Da gab es ja nichts mehr zum Pushen. Und die Recall-Timer waren alle oben, ne? Aber alle drei haben es halt gemacht. Wenn eine Person irgendwie nicht nachdenkt, ja, aber... Drei? Okay, Shen fightet 1v1 gegen Jax. Sehr gut. Hätte theoretisch rausulten können, ne? Nachdem Jax seinen Stun raus hat. Er stirbt auch. Ist okay. Also Decision-Making ist halt immer in diesem Game besonders fragwürdig. Ja, nennen wir es mal besonders fragwürdig. In den meisten Fällen. Die fühlt sich in den meisten Runden eigentlich immer so gefangen. Wie in so einer Clowns-Show. So. Mitte reindrücken. Nein. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass wir die Runde gewinnen. Bin ehrlich. Wie sind denn dein Baron, ne? Was war das für eine Nami-Wave? Hä? Weil wir haben Samira Shen Botlane, ne? Da können wir nichts machen. Wieso wird er engaged? Mit der Nami Wave. Während unser Hyper Carry auf der Botlane ist. Also wofür engaged man 3 gegen 5? Ich fass mir gerade an den Kopf. Ja, ihr seht es gerade nicht, aber ich bin einfach so verwirrt. Ich bin einfach nur so verwirrt von diesen Entscheidungen, die die Leute hier treffen. Sehr gut, Samira. Was soll denn haben? Der hat kein Smile, ne? Und der hat noch Flash. Ich bin raus. Sorry. Das wird wahrscheinlich Loss Nummer 4.
So. Wieso wieder auf mich? Why? Shen, ich check es nicht. Oh, ich habe eine gute Ultimate gelandet. Oder? Ich bin kein Down, ne, leider. Ich glaube, die Ultimate war gut, aber wir haben trotzdem irgendwie keinen Down bekommen. Es tut weh. Ich glaube, die Ultimate war in Ordnung. So. Botlane, das schafft er alleine. Der Baron-Buff ist auch bald weg, ne? War eigentlich ganz gut gedefft im Baron. Jetzt hat er gerade keine gestorben, also nicht so wild. Das Buch hier. Natürlich mit. Ja, goldmäßig geht's. Gegner ist halt überall so ein bisschen ahead. Vor allem der Galio hat mittlerweile gut aufgeholt. Ich kann leider die Mitte nicht mehr farmen. Ich komme hier nicht weiter nach vorne. Okay, das könnte ein Int sein, wenn die jetzt hier durchlaufen. Vielleicht jemanden töten. Ich bin alleine hier, ne? Warum? Warum wieder ich? Ich check diese Shen-Ultis nicht. Ich muss jetzt wieder reinspringen. Ich muss jetzt wieder reinspringen, damit der Shen connecten kann. Ich check diese Shen-Ultimates nicht. Hä? Ich muss jetzt wieder reinspringen, damit der Shen sein Taunt und so treffen kann. Das ist das Makro des Grauens. So nenne ich das jetzt. Das ist einfach das Makro des Grauens. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es leider nicht. Wir hatten das Game eigentlich in der Tasche. Wären wir in der Mitte umgedreht und wären zum Dings gegangen, ne? GG's.